Der Domberg in Freising. Hier werden die Bagger anrollen. Denn das Gelände soll umfassend neu gestaltet werden. Das hat das Erzbistum München und Freising nun bekannt gegeben. Für die Renovierungsarbeiten soll es bis Ende dieses Jahres ein Gesamtkonzept geben. Bereits im Juli 2013 musste das Diözesanmuseum aufgrund von bau- und brandtechnischen Mängeln geschlossen werden. Auch das Bildungshaus sowie die Zufahrten auf den Berg werden neu gestaltet. Der Domberg ist einer der zentralen Orte des geistlichen Lebens hier in der Diözese. Hier werden die Priester geweiht, hier liegt der Bistumspatron, hier finden viele Veranstaltungen bistumsweiter Natur statt und wir haben dann zusätzlich ja auch noch viele Begegnungsmöglichkeiten und Gesprächsorte auf dem Domberg, die sich über den Dom selbst, das Töpfenhaus, das Museum, die Bibliothek und andere Einrichtungen erstrecken. Erstmals sollen auch die Gläubigen in die Planungen mit einbezogen werden. In einem Online-Fragebogen können sie ihre Ideen, Wünsche und auch Bedenken zum Thema Umgestaltung des Dombergs äußern. Die Arbeiten werden voraussichtlich mehrere Jahre dauern.